heute ist wieder Lou for you. Ich bin hier gerade im Urlaub und wir machen einen kurzen Urlaubsvlog. Was heißt Urlaub? Wir sind hier nur für 2-3 Tage. Und ich bin hier mit meiner besten Freundin. Sag mal hallo. Hallo. Und meiner Familie. Und ja, da werde ich euch ein bisschen mitnehmen, was wir so machen. Wahrscheinlich werden wir eh die ganze Zeit irgendwo einfach nur chillen und nichts machen. Wird sehr cool, oder? Ajo. Ajo. Übrigens, wir sind in einem Center Park und wir gehen jetzt zu diesem Marketdom, weil wir haben unser Brot zu Hause vergessen und wir mögen Brot, deswegen holen wir uns jetzt Brot. So, wir waren jetzt einkaufen. Wir haben Brot gekauft, das trägt gerade Julina. Und wir haben Chips gekauft, Chips das Beste. Und wir haben Feta gekauft, weil Feta ist auch Ehrenmann. Wir sind jetzt wieder zu Hause und ja, ich drehe mich so um, damit besseres Licht ist. Und ich habe euch gleich mal die Aussicht gezeigt oder generell das Haus. Also da hinten ist halt so ein, wow, kommt gerade richtig geil rüber. Hinten ist halt so ein See. Und ja, ich will euch vielleicht das Haus später zeigen, wenn ich Lust habe, wenn ich nicht. Weil wir wollen vielleicht noch schwimmen gehen. Und ab zuerst essen wir mal was, oder? Weil ich glaube, wir haben Hunger. Ja. Hey, ich bin jetzt gerade in meinem Zimmer, beziehungsweise unserem Zimmer, weil ich habe das Zimmer mit meiner Freundin, so hier. Hallo. Ja. Ja. Und hier ist so Schminkecke, beziehungsweise meine Schminkecke. Ich brauche so viele Sachen. Ich bin so. Wow. Selfie. Das sind unsere Betten und wir haben sogar einen Fernseher und das ist ziemlich geil, finde ich jedenfalls. Und hier Handy, muss jetzt mal aufladen, Ladekabel. Ha. Auch wieder geile Aussicht, aber man sieht natürlich nichts, weil Kameraqualität ist heftig am Start, also ja. Ja, wir gehen jetzt gleich ins Schwimmbad und ja, ich werde mich dann nicht mehr melden, weil wir haben keine Kamera, die unter Wasser filmen kann, beziehungsweise haben wir schon, aber ich bin zu faul, unter Wasser zu vloggen, also ja. Tschüss! Hallo Leute, ich bin jetzt auch wach. Ja, ich bin schon geschminkt, so ein bisschen so. Hallo. Und ich mache mich jetzt fertig und wir haben bis jetzt noch nicht viel gemacht. Also eigentlich fast gar nichts. Aber das ist auch okay. Aber vielleicht gehe ich wieder noch irgendwie ins Schwimmbad und meine Haare sind gerade richtig am Arsch. Deswegen mache ich die gleich noch. Ja, bis gleich! So, ich bin jetzt fertig. Jetzt bin ich auch schon im Spiegel. Hallo. Und ja. Das ist eigentlich alles, was jetzt passiert. Ich habe meine Haare gemacht. Ist schon mal was Positives. Ich bin jetzt gerade schon ready fürs Schwimmbad. Ich muss mich nur noch abschminken und meine Haare aufmachen. Weil dann gehen wir nämlich wieder ins Schwimmbad und ich habe schon meine Schwimmklamotten an. Drunter. Und ja. Wir haben auch gerade noch was gegessen und bis jetzt haben wir eigentlich noch nicht viel gemacht. Aber vielleicht gehen wir später noch bowlen oder morgen bowlen, ich weiß nicht. Aber wir gehen auf jeden Fall noch bowlen. Da werde ich euch auch nochmal ein bisschen mitnehmen. Wir haben uns auch noch gerade Starbucks geholt und ja, cheers. Bin ich super. So, wir gehen jetzt wahrscheinlich auch gleich ins Bett. Das heißt, wir gehen ins Bett, wir legen uns einfach hin und dann sind wir im Bett. Aber das zählt als ins Bett gehen. Und gebt euch diesen Highlighter, der ist so stark pigmentiert. Und alle YouTuber, Beauty-Gurus, Dings sagen pigmentiert. Dazu sage ich das jetzt auch, weil ich bin definitiv ein Beauty-Guru, ja. Also muss ich das auch sagen. Einen Insta-Post noch rausgehauen und bearbeitet. Also, gebt euch das. Also, was heißt gerade, als ich das Video gedreht habe. Aber wenn dieses Video online kommt, versuche ich, auch schon einen Insta-Post preiszuhaben und den dann gleichzeitig zu posten. Ich weiß noch nicht, ob es klappt, weil Insta ist nicht meine Hauptplattform und ich bin noch nicht sehr aktiv auf Insta. Aber täglich kommen neue TikToks, also Werbung im eigenen Sinne muss jetzt da oben stehen, glaube ich, keine Ahnung. Aber ich mache jeden Tag neue TikToks und mein Arm sieht gerade dezent klein aus. Aber das ist ja nicht. Ich bin im Ganzen sehr klein. Also ich bin jetzt schon am Bett fertig und ja, ich verpiss mich jetzt mal ins Bett und gehe dann wahrscheinlich auch mal pennen. Also, gute Nacht, bis morgen. Ich bin gerade aufgewacht und das hier ist auch unser letzter Tag jetzt schon hier wieder. Und ja, meine Haare sind dezent am Arsch, weil ich halt zum Zopf hatte. Und ja, es ist unser letzter Tag hier, deswegen gehen wir jetzt gleich nochmal ins Schwimmbad. Wie fast jeden Tag. Und ja, ansonsten machen wir, glaube ich, nicht so viel. Wir packen und dann ja, fahren wir auch schon wieder los. Aber ich werde nach dem Schwimmbad euch nochmal ein Update geben. Wir sind wieder weg zu Hause und wir packen jetzt gleich noch unsere Sachen und dann wahrscheinlich auch schon wieder fahren. Ja. Ich freue mich jetzt noch, weil
weil Spaß macht, ja. Und wir haben gerade noch was gegessen. Ich poste auch gleich noch meine Szene. Und dann fahren wir los. Wir haben jetzt soweit es geht, alles zusammengepackt. Also auch schon Bett, ne? Jetzt abgezogen. Ja, und sind jetzt eigentlich fertig zu gehen. Wir räumen jetzt noch die Koffer ein und dann ja. Wir sind jetzt im Auto und fahren jetzt gerade nach Hause. Ich melde mich dann wieder, wenn wir wieder zu Hause sind. Tschüss. Ich bin jetzt wieder zu Hause und ich probiere jetzt nochmal. Also ich esse jetzt nochmal was. Und ja, ich hoffe, dieser Vlog hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen kürzer war, denke ich. Ich weiß nicht. Und wir sehen uns dann wieder, wenn es wieder heißt Do for You.